wo bleibt denn Julian? Es gibt doch Abendbrot. Wenn er nicht langsam kommt, verpassen wir den Film. Und den will ich auf gar keinen Fall verpassen. Ich habe mich schon wochenlang darauf gefreut. Julian, kommst du bitte? Julian, wir müssen los. Hä, wie schon los? Ich dachte, wir essen jetzt erstmal noch was. Ja, wir wollten jetzt vorhin noch eine Kleinigkeit essen. Also setz dich hin, es gibt Abendbrot und danach fahren wir aber los. Oh, Mama, nee, gibt's schon wieder nur Abendbrot? Ich dachte, heute gibt's noch was anderes. Vielleicht ein Burger oder Spaghetti oder ein Döner oder so. Aber nein, es gibt mal wieder nur Abendbrot mit Käse und Wurst. Julian, warum beschwerst du dich denn? Es gibt was zu essen, du wirst satt. Also setz dich hin und iss was. Iss doch was von dem Käse, der ist wirklich lecker. Los, komm schon, Julian, einfach hinsetzen und essen. Du weißt doch, wir wollen gleich ins Kino. Nicht, dass wir noch zu spät kommen. Nee, tut mir leid, dann will ich nichts essen. Also ich dachte mir, vielleicht gibt's mal heute was Besonderes. Aber nein, natürlich nicht, dann esse ich halt nichts. Julian, muss jetzt diese Zickerei wirklich sein? Also dann kannst du direkt oben in dein Zimmer gehen. Oh, das gibt's doch wohl nicht. Jetzt beschwert er sich auch noch hier über das Armbrot. Nichts kann man ihm recht machen. Ja, ist auch besser, dann gehe ich halt nach oben. Und ins Kino will ich dann auch nicht kommen, ist mir egal. Okay, wenn du nicht mit willst, dann gehen wir eben nur zu dritt. Pech gehabt. Oh Mann, Mama macht das doch extra. Die macht immer nur Armbrot mit Käse und Wurst, damit ich wahrscheinlich immer nur Käse und Wurst esse. Aber ich will Käse und Wurst nicht. Ich mag Käse und Wurst nicht. Ich hole mir jetzt was anderes zu essen. Ist mir egal. Wir haben doch bestimmt im Kühlschrank noch was anderes. Vielleicht so ein Eis oder so. Ja, das esse ich, glaube ich. Ach, schau mal, wer da ist. Na, Julian, anders überlegt. Doch Hunger? Ja, natürlich habe ich noch Hunger. Aber ich esse nicht mit euch zusammen. Ich hole mir was anderes. Julian, es gibt jetzt nichts anderes. Du isst das, was alle anderen auch essen. Nein, möchte ich aber nicht. Du kannst mich hier nicht zwingen. Ich nehme ein Eis. Ja, ich esse jetzt ein Himbeereis. Und zwar mit Waffel, weil ich jetzt Hunger drauf habe und deswegen esse ich das jetzt auch. Julian, auf gar keinen Fall. Erstmal, ein Eis ist zum Nachtisch. Und so wie du dich benimmst, gibt's jetzt kein Eis für dich. Warum noch belohnen? Julian, das Eis gibt's jetzt wieder. Nein, ich möchte das essen. Du kriegst kein Eis. Och Mann! Julian, das Eis, das bleibt jetzt hier. Wenn du dein Armbrot gegessen hast, dann kannst du ein Eis danach haben. Aber nicht nur das Eis. Und Julian, wie du dich heute Abend benommen hast, von wem hast du das nur? Was ist denn los mit dir? Hallo, ich bin dein Kind und Papas Kind. Also ist die Frage irgendwie nicht so ganz sinnvoll, oder? Ist mir egal, dann gehe ich jetzt nach oben. Ihr könnt ruhig ins Kino, ich möchte nicht mit. Immer muss ich das essen, was Mama möchte, aber vielleicht möchte ich das einfach nicht. Oh, aber auf ein Eis, oh, ich hätte jetzt voll Hunger auf einen Döner oder so. Ach super, dass es so spontan geklappt hat. Ich will mit meinen Töchtern ins Kino gehen. Mein Sohn möchte nicht mit und mein Mann ist leider arbeiten. Ach super, dass die einspringen können als Babysitter. Julian, wir wollen dann jetzt los und du bleibst ja zu Hause. Und damit du nicht alleine bist, gibt's hier eine Babysitterin für dich. Veronika heißt sie. Sie passt auf dich auf. Gut, okay. Ich rede aber nicht mit dir. Und außerdem, ich brauche keinen Babysitter. Aber es ist auch schon spät, also ist gut, dass jemand da ist. Na gut, also Julian, mein Sohn, ist heute ein bisschen anstrengend. Vielleicht hat er seine 5 Minuten oder auch 5 Stunden. Ich hoffe, Sie haben keine Probleme mit ihm. Na, Julian, wie wär's denn, wenn wir eine Runde Monopoly spielen oder so? Ist das jetzt wirklich dein Ernst? Nein, danke, ich möchte heute nichts mit dir spielen. Ich möchte hier in meinem Zimmer bleiben. Alleine bitte. Ach ja, ja gut. Dann kümmere ich mich wohl um andere Sachen. Die haben doch bestimmt hier eine große Badewanne in dieser tollen Luxusvilla. Oh, klasse, so riesig. Wie lange ich schon kein Bad mehr genommen habe. Ach, das wird toll. Und der Kleine, der wird mich auch nicht nerven. Der scheint ja eingeschnappt zu sein. Vielleicht schläft er gleich ein. Das kann doch nicht wahr sein. Die sind jetzt wirklich weg und ich habe noch nichts gegessen. Und dabei habe ich noch Riesenhunger. Ich bestelle mir jetzt einen Döner. Ist mir egal, was Mama gesagt hat. Ich habe jetzt Hunger und ich bestelle einen Döner. Ja, hallo? Ja, ich hätte gern Dönermenü. Mit Pommes bitte. Wie, ihr macht schon gleich zu? Nein. Ich habe eine Idee. Oh, perfekt. Es gibt gleich Döner für mich und vielleicht noch für die ganze Stadt, wenn es sein muss. Junge, bist du dir wirklich sicher, dass du heute Abend mein Geschäft übernehmen willst? Ja, natürlich. Hauptsache, ich bekomme Döner oder vielleicht ein Dönermenü sogar. Einfach oben in mein Zimmer, ich krieg das schon alles hin heute. Alles klar. Ein Abend frei, das kann ich wirklich begrüßen. Da habe ich ein bisschen mehr Freizeit. Falls irgendwas sein sollte, melde dich einfach bei mir. Ich habe mein Handy dabei. Ja, alles klar, ich krieg das schon hin. Ich habe das schon oft gesehen, ganz, ganz oft. Und mit dem Messer bin ich auch vorsichtig, keine Sorge. So, und du hast allen gesagt, dass sie jetzt hier bei Julian ihren Döner kaufen können, ne? Okay, super, klasse. Julians eigener Dönerladen, das wird was. Na, selbstverständlich. Ich habe allen Bescheid gesagt. Ich habe auch einen Aushang im Laden gemacht und auf einen Anrufbeantworter gesprochen. Alle, die einen Döner haben wollen, kommen dann zu dir. Hier riecht's doch irgendwie nach Grill oder nach Fleisch? Nach Döner? Oh, Nanu, wer seid ihr denn? Gehört ja auch zur Familie Vogel? Oh Gott, das ist ja eine richtige Schlange. Die können doch alle gar nicht zur Familie gehören. So viele Menschen. Oh, könnt ihr euch mal bitte beeilen? Ich brauche dringend meinen Döner mit Tzatziki, also los. So, also ich möchte eins nur sagen. Wir haben heute Abend nur Hähnchendöner da, damit das klar ist. Also falls jemand ein Problem damit hat, der kann wieder gehen. Gar kein Problem für mich. Also ich nehme dann einen Hähnchendöner, aber bitte nur mit Krautsalat, ohne Zwiebeln.
Junger Mann. Alles klar, komm sofort. Könntest du mir bitte kurz sagen, was du hier machst? Was soll das heißen? Ich gehe meiner Arbeit nach und versuche, anderen hier Essen zu machen. Und außerdem, wie hast du denn gearbeitet? In der Badewanne? Das gibt's doch wohl nicht. Sie können sich doch nicht hier vordrängen. Wir warten schon die ganze Zeit. Hinten anstellen. Ich als Bürgermeisterin von Playmobil City unterstütze das. Also vordrängeln, das gibt's hier bei uns nicht. Frau Bürgermeisterin, ich würde Ihnen auch gerne den Döner ausgeben. Also, Sie bauen ja die Schule neu. Boah, das gibt es doch nicht. Dieser Dönerladen hier von Julian ist ja ein Kassenschlager. Hätte ich mal da besser investiert. Na, du hörst es. Jeder möchte hier einen Döner. Also bitte hinten anstellen. Oh Mann, ich glaube, das Geld für heute Abend kann ich mir sparen. Frau Vogel wird das gar nicht gefallen. Boah, dieser Film, der war einfach nur super. Können wir den nochmal gucken? Bitte, 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 bitte. Naja, also ich fand den Film nicht so toll. Ich gehe mal direkt schlafen. Tschüss. Alles klar, Hanna. Dann schlaf schön. Ich bin mal gespannt, was Julian macht. Ist er schon im Bett? Mama, was ist denn hier los? Hier ist eine Riesenschlange. Ich kann gar nicht in mein Zimmer. Wie, du kannst nicht in dein Zimmer? Wo kommen denn die ganzen Leute her? Wer ist das? Nils? Oh nein, ich wette, das hat irgendwas mit Julian zu tun. Und wo steckt eigentlich die Babysitterin? Die muss das doch wissen, was hier jetzt los ist. Entschuldigung, darf ich einmal durch? Danke, Frau Bürgermeisterin. Schön, Sie hier in unserem Haus begrüßen zu dürfen. Julian? Oh, hey Mama, grüß dich, guten Abend. Also, du musst dich auch leider hinten anstellen. Hier gibt's keinen Familienrabatt oder so. Also, was für eine Babysitterin sind Sie denn? Mein Sohn hat hier seinen eigenen Dönerladen in seinem Kinderzimmer aufgemacht. Und das alles unter Ihrer Aufsicht? Also bitte. Also, ich habe davon nichts mitbekommen. Ich war am Baden. Was? Das hätte ich jetzt, glaube ich, nicht sagen sollen. Aber, ja, tut mir leid. Okay, Mama, ich merke, du bist sauer. Leute, also meine Mutter würde jetzt einen Döner mit Tzatziki bekommen, damit das klar ist. Sie darf einmal kurz vor. Julian, wärst du so nett und machst mir einen mit scharfer Soße und auch mit Tomaten? Aber klar doch, Emma, aber klar doch. Kein Problem. Nein, stopp. Der Dönerladen, der wird jetzt sofort geschlossen. Ich kriege hier zu viel. Alle raus aus meinem Haus. Oh nein. Wie schade. Ich hatte so Hunger. Mann, mein Magen knurrt. Ach Mama, dabei war das so ein gut laufendes Geschäft und ich hatte das eigentlich geklärt, dass dann... Oh, toll, ich hätte mir ein bisschen mein Taschengeld verbessern können. Julian, bist du total von Sinn? Ein eigener Dönerladen hier in deinem Kinderzimmer? Wie sollen wir jemals diesen Geruch von diesem Dönerfleisch hier rauskriegen? Ugh. Ich riech doch Döner. Es gibt Döner heute Abend. Klasse!